Im Jahre 2004 löste PCI Express 1.0 das damals schon veraltete PCI-Bus-System ab. Über die Jahre erschienen dann die Nachfolger 2.0 und 3.0 und seit neuestem auch der PCI Express 4.0 Standard. Was sich im Vergleich zum Vorgänger so verändert hat, welche Neuerungen dieser Standard bietet und wie es hierbei ganz konkret mit der Kompatibilität aussieht, das alles und noch vieles mehr erfährst du in diesem Video. Viel Spaß! Ich schätze mal, dass die meisten von euch da draußen schon mal von PCI Express gehört haben. Die meisten Nutzer denken im Zusammenhang mit PCI Express vermutlich an die Steckplätze auf ihrem Motherboard, in denen meist Grafikkarten, aber auch andere Steckkarten, wie zum Beispiel Sound- oder Netzwerkkarten, ihren Platz finden. Und damit liegt ihr auch genau richtig. PCI Express ist nämlich ein Anschlusstyp, der als interne Schnittstelle für verschiedene Erweiterungskarten verwendet wird. Er arbeitet mit einer Übertragungstechnik, die auf mehreren Lanes basiert, worüber Datenübertragungen stattfinden. Die einzelnen Lanes werden dabei auf die Hardware-Slots und Onboard-Komponenten aufgeteilt und stehen diesen dann zum Datenversand und Datenempfang zur Verfügung. Konkret verwendet wird PCI Express heutzutage hauptsächlich für Grafikkarten, die meist mit 16 dieser Lanes angebunden werden, aber auch NVMe-SSDs werden darüber angebunden. Soviel erstmal zur grundsätzlichen Definition dieses Standards. Doch was hat es nun genau mit dem neuen PCI Express Version 4.0 auf sich, beziehungsweise welche Unterschiede bestehen zum Vorgänger PCI Express 3.0? Der wesentlichste Unterschied besteht in der Verdopplung der Datenrate. Jede Lane ist nun also in der Lage, eine Bruttodatenrate von knapp 2 GB pro Sekunde zu erreichen, wodurch alle 16 Lanes demzufolge maximal 32 GB pro Sekunde übertragen können. Da die Anzahl der Leitungen allerdings dieselbe bleibt, muss jede dieser Leitungen mit der doppelten Taktfrequenz betrieben werden, wodurch die gewünschte Verdopplung der Bandbreite erreicht wird. Daraus erschließt sich, dass im Vergleich zu PCI Express 3.0 für die gleiche Datenrate nur noch halb so viele Leitungen vonnöten sind. Demzufolge ist die Geschwindigkeit einer Steckkarte auf einem PCI Express 3.0x16 Slot beispielsweise genauso hoch wie auf einem PCI Express 4.0x8 Slot. Von diesem doppelten Durchsatz profitieren derzeit vor allem PCI Express 4.0 SSDs. Bei Grafikkarten wiederum macht sich dieser neue Standard leistungsmäßig kaum bemerkbar. Nun gilt es mal, einen Blick auf die technischen Unterschiede zu werfen, die es überhaupt erst ermöglichen, dass der neue PCI Express Standard nun die doppelte Datenrate bei gleich vielen Leitungen übertragen kann. Um eine Verdopplung zu ermöglichen, musste die maximale effektive Leiterbahnlänge schrumpfen. Während dieser Maximalwert bei PCI Express 3.0 bei bis zu 20 Inch liegt, erlaubt der neue 4.0 Standard nur noch 10 bis 12 Inch. Die auf dem Mainboard befindlichen Leiterbahnen dürfen also nicht zu lang sein, da ansonsten die Signalqualität darunter leiden würde. Die Strecke zwischen der CPU und dem ersten PCI Express Slot übersteigt den besagten Maximalwert in aller Regel nicht, wodurch alle 16 Lanes problemlos und mit voller Datenrate bei der angeschlossenen Grafikkarte ankommen. Interessant wird es dann, wenn das Mainboard Crossfire bzw. SLI kompatibel ist. In diesem Falle werden die Lanes über einen sogenannten Splitter in 2x8 Lanes aufgeteilt, so wie es auch schon bei PCI Express 3.0 üblich war. Da der Datenaustausch im Crossfire oder SLI Betrieb über eine erheblich längere Strecke bzw. Leiterbahn vonstatten geht, sind nun auch sogenannte Redriver oder Retimer vonnöten. Dabei handelt es sich vereinfacht gesagt um Verstärkerschaltungen, die das geschwächte Signal, was aufgrund des weiten Weges an Qualität verloren hat, wieder voll aufwerten und ihnen die ursprüngliche Signalqualität zurückgeben. Durch diese Bauteile ist es nun also bei PCI Express 4.0 möglich, mehrere Grafikkarten parallel zu betreiben. Doch wie genau steht es um die Frage der Kompatibilität bei PCI Express 4.0? Grundsätzlich ist PCI Express auf- und abwärtskompatibel. Sofern von der mechanischen Slotbauweise nicht eingeschränkt, können also sämtliche PCI Express Steckkarten auf allen PCI Express Slots betrieben werden, wenn auch nicht immer mit der höchstmöglichen Geschwindigkeit. Ihr könnt also eine PCI Express 4.0 Grafikkarte an einen PCI Express 3.0 Slot anschließen, könnt dann aber womöglich nur die in Anführungsstrichen langsamere Datenübertragung des 3.0 Standards verwenden. Ich sage bewusst womöglich die langsamere Datenrate verwenden, da es durchaus auch Mainboards gibt, die mit ihren 3.0 Lanes die Übertragungsrate von 4.0 erreichen können. Offiziell mit dem neuen Standard kompatibel sind laut AMD nur die neuen X570er Platinen, aber auch die Vorgängermodelle mit B350er, B450er bzw. X370er und X470er Chipsatz können die Datenraten von PCI Express 4.0 zum Teil erreichen. Hier gibt es keine klare Linie, wo man abgrenzen kann und
sagen kann, diese Boards sind kompatibel und diese nicht, sondern es kommt hier wirklich auf das individuelle Motherboard an. PCI Express 3.0 Boards, die über verbaute Splitter verfügen, können beispielsweise häufig nur 8 Lanes an den Slot bringen, da die restlichen Lanes über den besagten Splitter laufen, die wiederum kompatibel mit der höheren Bandbreite sein müssen. Zudem fehlen auf älteren Motherboards die soeben angesprochenen Retimer, die die Signalqualität wieder aufwerten. Bei B450er bzw. B350er Platinen werden zumeist die vollen 16 Lanes direkt an den ersten PCI Express Slot geführt, wobei man nie sicher sein kann, ob diese Lanes der hohen Datenübertragungsrate des neuen Standards gerecht werden können. Schlussendlich gibt es also ältere Boards, die voll PCI Express 4.0 kompatibel sind, aber genauso auch Motherboards, die die Leistungsunterschiede des neuen Standards nur teilweise oder überhaupt nicht weitergeben können. Wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, führt euch derzeit wohl kein Weg an einem X570er Modell vorbei. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Video eine kleine Einführung in die Thematik des neuen PCI Express 4.0 Standards geben konnte. Was haltet ihr davon? Findet ihr das Thema derzeit overhyped oder wollt ihr sobald es geht aufrüsten, um den Leistungsunterschied zu nutzen? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Wenn du auch in Zukunft keine weiteren Videos zu spannenden Themen der Hardware-Welt mehr verpassen möchtest, würde ich mich zum Abschluss noch über ein kostenloses Abo freuen. An der Stelle wünsche ich euch noch einen wunderbaren Tag. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao.